Klaus Eckle, wieder in Regensburg zu Gast, gestern in Heidenheim, ein nächster souveräner Sieg. Letzte Woche gegen Mainz habt ihr euch ein bisschen härter getan. Die haben euer Pitching ganz gut gehauen. Ja, kann man so sagen. Ja. Aber gut, man muss immer sehen, das war jetzt 3-4 Wochen Spielpause. Die Pitcher müssen erst wieder in den Rhythmus kommen. Das lief letzte Woche noch nicht ganz so gut. Gestern lief es schon deutlich besser. Ihr seid souverän vorne im Süden jetzt auch in der Regular Season gewesen, jetzt auch in der Zwischenrunde gut reingekommen. Wer kann Heidenheim dieses Jahr aufhalten auf dem Weg zur Titelverteidigung? Oh, das ist noch ein langer Weg. Jetzt geht es erstmal darum, ins Halbfinale zu kommen, am besten den ersten Platz zu halten nach dieser Playoff-Runde. Und letztendlich, man muss es ganz ehrlich sagen, Bonn kann sich dies ja nur selber schlagen. Von daher, aber wir sind vorbereitet, wir werden alles versuchen. Müssen jetzt erstmal ins Halbfinale kommen, gucken, dass wir dann ein gutes Halbfinale spielen. Und wenn es dann ins Finale geht, versuchen wir das auch zu gewinnen. Aber das ist kein Selbstläufer. Man muss weiterhin konzentriert bleiben, auf was ihr euch immer verlassen könnt. Sowohl diese Saison als auch die letzten Jahre ist eigentlich eure Offense. Die liefert eigentlich, egal welches Pitching man euch da hinstellt. Ich glaube, die gegnerischen Teams müssen sich was einfallen lassen, dass sie die irgendwie so ein bisschen im Griff halten. Ganz ausschalten, glaube ich, kann man sie nicht. Ja, die Offensive ist schon unser Prunkstück, ja, muss man so sagen. Es sind erfahrene Schlagleute, es ist ein richtig gutes Team, dessen auch gemeinsam agiert, sich gegenseitig Tipps gibt, austauscht, besser macht. Und ja, die Offensive ist schwer zu stoppen, das stimmt. Aber es gibt halt immer so Tage, wo es mal nicht ganz läuft und dann müssen halt andere Faktoren in dem Spiel das Spiel übernehmen. Da sind wir vielleicht noch ein bisschen hinten dran, aber ich bin schon zuversichtlich. Die Mannschaft ist sensationell, was wir an Offensivleistung abrufen. Dann schauen wir mal, ob die Offensive auch heute wieder an das anknüpfen kann, was sie gestern gezeigt hat. Die Legionäre-Fans würden es freuen, wenn das legionäre Pitching sie ein bisschen besser im Griff hat. Aber dann lassen wir uns überraschen und freuen uns auf einen schönen Baseball-Nachmittag. Danke, Klaus. Ja, Dankeschön. Danke euch.